Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, wie kein anderes Ereignis der Marburger Stadtgeschichte ist in der kollektiven Erinnerungskultur Deutschlands die Geschichte, also die Marburger Stadtgeschichte, so eng mit der Geschichte des Nationalsozialismus verbunden wie jene Rede, die Franz von Papen am 17. Juni 1934 in der alten Aula der Marburger Universität hielt. Die Festtagsrede, die der Vizekanzler anlässlich der Hauptversammlung des Städtischen Universitätsbundes an jedem Tag vortrug, gilt als literarisch-rhetorisches Meisterstück und als ein echter Husarenritt. Letzteres ergibt sich vor allem aus dem Umstand, dass es sich bei der Rede um die schärfste öffentliche Kritik handelte, die das NS-Regime zwischen 1933 und 1945 innerhalb der deutschen Grenzen von einem führenden Staatsvertreter erfuhr. Zugleich vermittelte Papen seinen Zuhörern, dass es noch eine Opposition in Deutschland gab, die der Gleichschaltung nicht zum Opfer gefallen war. Mit Blick auf unser Tagungsthema soll im Folgenden aber danach gefragt werden, ob die Marburger Rede überhaupt einen politischen Skandal darstellte oder ob nicht vielmehr die durch Papens Auftritt in Gang gesetzte Ereigniskette, die schließlich in den Mordaktionen des 30. Juni 1934 gipfelte, als das eigentlich Skandalöse bezeichnet werden muss. Der Vortrag gliedert sich zu diesem Zweck in vier Kernbereiche. Zunächst wird die Marburger Rede im Kontext der politischen Großwetterlage skizziert, um anschließend Papens Auftritt in der hessischen Universitätsstadt näher zu beleuchten. Ein dritter Kernbereich ist der Frage vorbehalten, ob die Marburger Rede tatsächlich als Skandalon zu betrachten ist. Abschließend wird mit dem Mordkomplott vom 30. Juni 1934 ein inszenierter Skandal thematisiert, der eng mit den Marburger Ereignissen zusammenhängt. Die politische Situation des Sommers 1934 muss als explosive Krisenstimmung beschrieben werden, die von einem Rückgang des wirtschaftlichen Aufschwungs, einer ansteigenden Unzufriedenheit in der Bevölkerung sowie von dem schwelenden Konflikt zwischen Ernst Röhms Sturmabteilung mit der Reichswehr und der Parteiführung geprägt war. Hier kommt nun die Vizekanzlei Franz von Papens ins Spiel, innerhalb derer sich eine Gruppe konservativ-katholischer Männer versammelt hatte, die sich die aufgeheizte Stimmung zu eigen machen wollte. Unter der Führung Edgar Julius Jungs und Herbert von Boses planten sie, die Spannungen zwischen SA und NSDAP bis zu ihrer Eskalation systematisch zu befeuern, um eine Situation von unübersehbarer Bedrohlichkeit zu schaffen. Diese Situation sollte dann den Reichspräsidenten Paul von Hindenburg dazu veranlassen, den Ausnahmezustand zu erklären und mit Hilfe der Reichswehr die NS-Regierung abzusetzen. Obwohl der Vizekanzler in diesen waghalsigen Staatsstreich von oben nicht eingeweiht war, stellte er einen unverzichtbaren Baustein für die Putschisten dar. Denn Papen diente nicht nur als Deckmantel, hinter dem sie ihre verschwörerischen und rein juristisch gesehen hochverräterischen Aktivitäten tarnten. Vielmehr erhielt sein Mitarbeiterstab und damit die Verschwörer selbst nur über ihn einen direkten Zugang zum Reichspräsidenten. Und dieser Zugang war zwingend notwendig, um das Vorhaben überhaupt zu verwirklichen. Ziel der Aktion war jedoch keineswegs eine Rückkehr zur parlamentarischen Demokratie der Weimarer Jahre, denn diese war den Verschwörern ebenso verhasst wie die Ideen von Masse, Parteien und Wahlvolk. Stattdessen verfolgten sie eine radikal antidemokratische und autoritäre Staatskonzeption, die sich gegen sämtliche Parteien unter Einschluss der NSDAP richtete. Heute steht außer Zweifel, dass die Verschwörer mithilfe der Marburger Rede die geplante Eskalation herbeiführen und zugleich ein Fanal gegen die NS-Herrschaft geben wollte. Dabei war es aber keineswegs von vornherein ausgemacht, dass ausgerechnet die mittelhessische Universitätsstadt jene passende Bühne dafür bieten sollte, um die rhetorische Sprengladung, welche die Rede letztlich darstellte, öffentlichkeitswirksam zu inszenieren. Ursprünglich hatten die Verschwörer Berlin als zentralen Nervenpunkt des politischen Geschehens im Deutschen Reich ins Auge gefasst.
Doch war dieser Plan aufgrund der zu erwartenden Gegenmaßnahmen der Reichsregierung verworfen worden. Schon deswegen kam die Anfrage des Marburger Universitätsbundes, ob Papen nicht bereit sei, die Rede auf der Hauptversammlung im Juni 1934 zu halten, den Verschwörern ausgesprochen entgegen. Die Stadt war weit genug von den Häschern Josef Goebbels entfernt, weshalb man hoffen durfte, dass der Inhalt der Rede ihren Weg in breite Bevölkerungsschichten finden würde, bevor das Propagandaministerium ihre Verbreitung unterbinden konnte. Kurzum, nur 5 Tage nach Eingang der Anfrage beantwortete Papens Adjutant Fritz Günther von Tschirski diese positiv und schlug zudem gleich vor, zur besseren Propagandawirkung die Rede doch im Radio übertragen zu lassen. Zu weiteren Absprachen über den Gegenstand und die Tendenz der Rede kam es hingegen nicht. Alle Bitten um eine vorherige Übermittlung des Manuskripts wurden ablehnend beschieden. Franz von Papen war selbst vollkommen ahnungslos und auch der Universitätsbund wurde im Unklaren gelassen. Hinter den Kulissen liefen die Vorbereitungen aber auf Hochtouren. Bereits seit Dezember 1933 arbeitete Papens Ghostwriter Edgar Julius Jung an der Entstehung der Rede, die er in mehreren Fassungen seinen Mitverschwörern vorlegte. Anfang Juni 1934 nahm die Aktion dann endgültig an Fahrt auf. Rund 1000 Exemplare der Rede wurden als Sonderdruck angefertigt und an zahlreiche Vertreter der ausländischen Presse verteilt. Die Nachrichtenbüros und Zeitungsredaktionen in Deutschland erhielten dagegen erst im sprichwörtlich letzten Augenblick, nämlich genau in derselben Stunde, in der Papen auf dem Marburger Rednerpult stand, eine auf die wesentlichen Passagen gekürzte Zusammenfassung. Mit einer derart breiten Streuung verfolgten die Männer in der Vizekanzlei die Absicht, ein abzusehendes Verbreitungsverbot schon im Vorfeld gezielt zu unterlaufen. Auch Papen selbst bekam die Rede erst auf der Reise nach Marburg zu Gesicht, wodurch es diesem unmöglich war, noch größere Korrekturen am Manuskript vorzunehmen. Obwohl sich der Vizekanzler im Klaren darüber war, dass einige Formulierungen ihm Kopf und Kragen kosten könnten, müssen die von ihm durchgeführten Änderungen als rein rhetorisches Ornament bezeichnet werden. Die Rede, die Papen nun in Marburg vortrug, stellte inhaltlich eine Generalabrechnung mit dem NS-Staat dar. Nacheinander wurden alle Missstände, die seit dem Machtantritt der Nationalsozialisten in Deutschland Einzug gehalten hatten, vor allem aber der totalitäre Charakter des Regimes und der Straßenterror der SA thematisiert. Um es in aller Kürze zu sagen, in der von Jung verfassten Rede wurden die Maßnahmen der Regierung mit äußerst kraftvollen Worten der Kritik gegeißelt, die mit treffsicherem Instinkt darauf abgestellt waren, die 600 anwesenden Zuhörer sowie all jene, die vor dem Radio der Übertragung lauschten, in einen Zustand begeisterter Zustimmung zu versetzen. Und obwohl das sprachliche Gewand, in das die staatskritischen Äußerungen gekleidet waren, sehr vage blieb und der Rede somit einen regimetreuen Anstrich verlieh, musste praktisch jedem, der die Ausführungen las oder hörte, die ablehnende und vernichtende Stoßkritik derselben klar gewesen sein. Schließlich markierten die Ausführungen Papens recht unverhohlen den Anspruch auf die eigene Staatsführung, die Forderung nach einer Auflösung der NSDAP, einer veränderten Zusammensetzung der Regierung und letztlich auch die Liquidation der SA. So kam es dann auch, dass noch während der Rede des Vizekanzlers mehrere ranghohe Funktionäre der Partei und der SA den Saal verließen und dem anschließenden Festessen demonstrativ fernblieben. Stattdessen meldeten sie den Inhalt der Rede direkt an die Gestapo in Kassel und an Josef Goebbels Propagandaministerium. Während also die lokalen Nationalsozialisten aufgrund des staatsfeindlichen Inhalts der Rede aufgeschreckt worden waren, erhielt der Redner selbst starken Beifall sowie zahlreiche Zustimmungsbekundungen aus dem Publikum. Indem die Marburger Rede die Normverletzungen des NS-Regimes in großem Stil sichtbar machte, produzierte sie bei den Zuhörern öffentliche Empörung über die nationalsozialistische Regierung. Kritisiert wurden
die Abschaffung der Pressefreiheit und die unablässige Propaganda, die Schleifung des Rechtsstaates und das System des Überwachungsstaates, die Geringschätzung alles Geistigen und der Kampf gegen die Religion, sowie die Anwendung von Terror als Instrument der Herrschaft und die Anbetung von Gewalt. Um ihrer Generalabrechnung mit dem NS-Staat noch mehr Durchschlagskraft zu verleihen, kleideten die Verschwörer ihre Einzelvorwürfe in sorgfältig geschliffene rhetorische Wendungen, die in der Form eines effektiven Staccatos in dichter Folge auf die Hörer einprasselten. Mit Hilfe dieses Vortragsstils wurde das Publikum wiederholt aufgepeitscht und in einen Zustand sich immer weiter steigernder Erregung versetzt. Der zentrale Punkt der Rede, die Verurteilung von allem, was sich in Deutschland seit der Etablierung der NS-Herrschaft an Eigennutz, Charakterlosigkeit, Unwahrhaftigkeit, Unritterlichkeit und Anmaßung gezeigt habe, offenbarte sich zu einem Zeitpunkt, als der bildungsbürgerliche Zuhörerkreis von dem Effekt der Captatio Benevolentiae bereits vollends gefesselt und überdies bereit war, die Berechtigung der vorgebrachten Angriffe zu erkennen. Der Plan der Verschwörer, die Rede als Kritik von innen auszugeben, deren Legitimität und Wirksamkeit durch die Person des Vizekanzlers sogar noch gesteigert wurde, scheint demnach aufgegangen zu sein. Im nationalsozialistischen Lager stieß die Rede dagegen auf heftige Ablehnung und löste sofortige Gegenreaktion aus. Während Papen noch am Rednerpult des Marburger Auditoriums stand, bemühten sich Goebbels und sein Ministerium bereits um Schadensbegrenzung. Zusätzlich zu einem sofortigen Verbreitungsverbot der Rede wurde am Folgetag eine Anordnung erlassen, wonach sämtliche Meldungen von oder über den Vizekanzler fortan der Genehmigung des Propagandaministeriums bedurften. Auch die ursprünglich vorgesehene Wiederholung der Rede auf allen Radiosendern des Deutschen Reiches wurde untersagt. Mit dieser nahezu vollständigen Damnatio Memoriae über die Marburger Rede versuchte das Regime offenbar, Papens Anklage totzuschweigen, die sich zumindest in konservativen Kreisen wie ein Lauffeuer verbreitete. Diese harschen Reaktionen der NS-Regierung lassen erkennen, dass es den Verschwörern mit ihrer Rede gelungen war, die wesentlichen Grundlagen für einen Fundamentalskandal zu schaffen, der die innere Herrschaft des Regimes angriff, das Normengefüge der Wirklichkeitsdiktatur in Zweifel zog und darüber hinaus eine andere politisch-moralische Werteordnung als Alternative offerierte. Mit den konservativen Sympathisanten im Deutschen Reich, dem bürgerlichen Zuhörerkreis Marburgs und all jenen, die die Radioübertragung verfolgt hatten, war es ihnen gelungen, eine eigene Gegenöffentlichkeit zu mobilisieren. Kurz gesagt, besaß die Marburger Rede das Potenzial, die Machtfrage im NS-Regime zu stellen, weshalb sie von Teilen der NSDAP als ernsthafte Bedrohung ihrer diktatorischen Herrschaft wahrgenommen wurde. Dies erklärt zumindest die prompten und rigiden Zensurmaßnahmen, die freilich nur den Auftakt für die Ereignisse der nachfolgenden Wochen bildeten. Aber ein striktes Verbreitungsverbot hatten die Verschwörer doch ohnehin erwartet, weshalb sie an ihren Plan eine unabhängige Gegenöffentlichkeit im Ausland einkalkuliert hatten. Wie gesagt, bereits im Vorfeld erhielten zahlreiche Vertreter der ausländischen Presse das Redemanuskript. In den folgenden Tagen gingen Papens provokante Ausführungen als Sensation um die Welt und viele internationale Zeitgenossen werteten die Marburger Rede sogar als Aufruf für einen politischen Umbruch im Dritten Reich. Nahezu alle ausländischen Kommentatoren stimmten darin überein, dass es sich bei der geharnischten Kritik Papens um eine ebenso mutige wie überfällige Abrechnung mit dem NS-Staat in der Öffentlichkeit handelte, die durchaus das Potenzial besitze, die politische Ordnung Deutschlands in ihren Grundfesten zu erschüttern. Obgleich die ausländische Presse dem Marburger Husarenritt in hohem Maße Respekt zollte, tat sie sich letztlich schwer damit, die Rede einzuordnen und das von den Verschwörern erhoffte Echo auf dem internationalen Staatsbankett zu erzeugen.
Da die ausländische Presse aber nicht systematisch vom NS-Staat unterdrückt wurde und weiterhin an den Kiosken der deutschen Großstädte erhältlich war, erfuhren zahlreiche Leser von der provozierenden Anklage des Vizekanzlers, die ihnen ja von der gleichgeschalteten Inlandspresse vorenthalten worden war. Nichtsdestotrotz blieb die Verbreitung der Rede aber generell verboten, weshalb zahlreiche Privatpersonen nun damit begannen, deren Inhalt auf dem Weg der Graswurzelkommunikation bekannt zu machen. An der Verbreitung der Rede beteiligte sich zumindest kurzfristig das gesamte Spektrum der Gegner des NS-Staates, von den Kommunisten bis zu den Deutschnationalen. Die Etablierung einer überregionalen Gegenöffentlichkeit, die auf das von Papen kritisierte Verhalten der NS-Regierung mit Empörung reagierte, war also den Verschwörern offenbar gelungen. Für die nun nachfolgenden politischen Vorgänge des Sommers 1934 gewann die Marburger Rede an kaum zu überschätzender Bedeutung. Mit ihrer Aktion setzten die Verschwörer jene fatale Ereigniskette in Gang, die im sogenannten Röhmputsch gipfelte. Obgleich Hitler natürlich zum Zeitpunkt der Rede längst den Entschluss gefasst hatte, die SA zu entmachten und eine allgemeine politische Flurbereinigung durchzuführen, gilt es als gesichert, dass Papens Auftritt in Marburg erhebliche Auswirkungen auf die konkrete Umsetzung derselben entfaltete. Die Entscheidung über den Zeitpunkt und die überaus blutige Art und Weise, wie mit den innerparteilichen Rivalen und oppositionellen Kontrahenten verfahren wurde, müssen nach Rainer Orth sogar als direktes Resultat der Rede gedeutet werden. Denn Papens unverhohlene Kritik traf die NSDAP in einem äußerst ungünstigen Moment. Weithin ungeklärt waren zu diesem Zeitpunkt die Person und die Stellung des neuen Staatsoberhauptes, der Einfluss der bürgerlich-konservativen Kräfte und die künftige Wehrverfassung. Kurz gesagt stand die Grundordnung des NS-Staates zur Debatte, während sich zeitgleich abzeichnete, dass die SA unter Röhm einen ständigen Herd von Unruhe bildete. Für die NSDAP war dieser Zustand auf Dauer unhaltbar, zumal hinter der SA-Führung ein nur schwer zu kontrollierendes, überwiegend unzufriedenes, weitgehend verarmtes und außerdem potenziell gewaltbereites Millionenheer stand, das seinen antibürgerlichen und militanten Habitus mithilfe einer Politik der Straße kultiviert hatte. Die Ereignisse des 30. Juni selbst sind im Grunde schnell umrissen und sollen an dieser Stelle nur in ihren Grundzügen wiedergegeben werden. Um den 25. Juni beorderte Himmler sämtliche höheren SS- und SD-Führer nach Berlin, wo diesen eine unmittelbar bevorstehende SA-Revolte verkündet und zugleich erste Abwehrmaßnahmen erläutert wurden. Doch allein die Tatsache, dass die geplante Aktion gegen Röhm auf das Stichwort Kolibri erfolgen sollte und nicht als Reaktion auf den vermeintlichen Putsch selbst, verdeutlicht die hier praktizierte Art von Staatsschutz. Am 30. Juni kam es dann zur Umsetzung der Aktion. Gemeinsam mit einem Kommando ausgesuchter SS-Männer und Polizisten begab sich Hitler in den frühen Morgenstunden nach Bad Wiessee, dem Urlaubsort Röhms. Dort hatte auf Befehl Hitlers der SA-Stabschef für den gleichen Tag ein SA-Führertreffen einberufen. In der Pension Hansebauer, wo die zur Besprechung einbestellten SA-Führer am Vorabend ausgiebig gezecht hatten und ihren Rausch ausschliefen, herrschte zu dieser Zeit noch absolute Ruhe. Der Münchner Gruppe gelang es daher, sämtliche Anwesenden ohne Gegenwehr zu überrumpeln und aus dem Bett heraus zu verhaften. Um Röhm kümmerte sich Hitler höchstpersönlich, der diesen geradezu hysterisch mit Vorwürfen überhäufte. Während die festgenommenen SA-Führer in das Gefängnis München-Stadelheim gebracht wurden, wo man 6 von ihnen noch am gleichen Tag erschoss, machten sich die Mordkommandos von SS, SD und Gestapo nach Erhalt des verabredeten Stichwortes auf, um die angeblichen Putschisten wie auch vermeintliche Staatskritiker im ganzen Reich zu erledigen. In den folgenden Tagen ermordeten sie zwischen 150 und 200 Menschen, darunter führende SA-Funktionäre, parteiinterne Gegner Hitlers, konservative Politiker sowie Reichswehrangehörige. Röhm wurde dagegen am 1. Juli 1934
auf Anordnung Hitlers von Theodor Eicke, dem Kommandanten des Konzentrationslagers Dachau, und SS-Sturmbannführer Michael Lippert ermordet. Aber auch die Hintermänner der Marburger Rede blieben von den Mordaktionen nicht verschont. So büßten Jung und Bose als hauptverantwortliche Akteure für ihren Verrat mit dem Leben. Die übrigen Mitverschwörer wurden, sofern sie nicht rechtzeitig ins Ausland geflohen waren, vorübergehend verhaftet. Mit der Auflösung und physischen Liquidierung der Vizekanzlei als oberste Reichsbehörde verloren die überlebenden Mitglieder überdies ihre Operationsbasis. Infolge dieses Verlustes ihrer Schlüsselstellung innerhalb des staatlichen Machtgefüges, zumal Franz von Papen als deutscher Gesandter nach Wien abgeordnet wurde und Paul von Hindenburg am 2. August 1934 verstarb, ging von den Verschwörern keine ernstzunehmende Gefahr mehr für das Regime aus. Obwohl die Marburger Rede alle Bedingungen für einen handfesten Skandal erfüllte, vermochte sie sich ihrer Unterdrückung durch das Propagandaministerium letztlich nicht zu entziehen und eine größere Öffentlichkeit in Deutschland herzustellen. Zu schnell hatte das Regime mit Abwehrmaßnahmen begonnen, die letzten Endes in der großen politischen Flurbereinigung des 30. Juni 1934 gipfelten und Papens Auftritt in Marburg vollkommen überschatteten. Der Röhmputsch übertraf das Skandalon der Marburger Rede um ein Vielfaches und machte überdies für jedermann sichtbar, wie empfindlich der nationalsozialistische Machtapparat auf herrschaftsrelevante Kritik reagierte. Als Akt der Einschüchterung verdrängten die Mordaktionen des 30. Juli die oppositionellen Kreise aus dem öffentlichen Raum und trugen so in hohem Maße zur Konsolidierung des NS-Staates bei. Die Liquidierung der politischen Kontrahenten unter dem Deckmantel des Röhmputsches machte es überhaupt erst möglich, jene labile Vermittlungsdiktatur zu etablieren, die in der Folgezeit zwischen radikalen Parteiführern und konservativen Gruppen aus Armee, Industrie und Bürokratie vermittelte. Dass der Mythos um Hitler infolge der Mordaffäre sogar noch leuchtender strahlte, gehört sicherlich zu den größten Paradoxien der Marburger Rede und des Röhmputsches. Alle Kritik über Misshelligkeiten des Alltages, die Papen in seiner öffentlichen Generalabrechnung hervorgebracht hatte, richteten sich gegen die Partei, ohne dass dadurch der politische Nimbus Adolf Hitlers nachhaltig gefährdet wurde. Vielmehr entwickelte sich das Bild vom entschlossenen und ordnungsstiftenden Führer, der am 30. Juni 1934 gegen radikale und korrupte Elemente in der eigenen Partei und Regierung durchgegriffen hatte, zum stabilisierenden Element der NS-Diktatur. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.